Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich hier ein irre teures, irre schwere Schätzelein, das ich jetzt nicht nochmal anheben kann. Und zwar ist es der Riviera Maison Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in dieses Schätzelein reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der kostet 199 Euro, das ist nicht wenig Geld. Aber ich habe mir gedacht, komm, letztes Jahr hat er mir eigentlich ganz gut gefallen, auch wenn eine Zahl gefehlt hat. Er ist jetzt offensichtlich hier, ne? Ich finde, er sieht richtig schön aus. House of Gifts, naja, so viele Geschenke sind hier ja scheinbar nicht drin, denn ich habe dafür ja auch Geld bezahlt. Und von innen haben wir einen so tollen Adventskalender, der scheinbar jetzt schon ein bisschen aufgehen möchte. Der ist super zum Wiederbefüllen. Da sind wirklich tolle Produkte normalerweise drin. Und ja, ich würde mal sagen, ich mache hier noch ein bisschen das wieder zu, weil wir spielen Fußball mit den Paketen, oder? Das ist echt unglaublich dieses Jahr. Und ja, solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Die Klappen wollen nur immer wieder zugehen. Das ist natürlich frech. Hier haben wir den 1. Dezember. Der steht natürlich in direkter Konkurrenz mit zum Beispiel West Wing. Den werde ich hier auch noch auf dem Kanal vorstellen. Der ist aber noch nicht geliefert worden. Am 1. Dezember haben wir hier eine Kerze drin. Das ist von Riviera Maison selber wohl irgendwie. Und das ist einfach eine Kerze. Ja. So schaut die aus. Das ist eine goldene Kerze und da würde ich auf jeden Fall irgendwas drunter stellen, weil das wird ja runtertropfen, ne? Süß, ein Tannenbaum. Der 2. Dezember ist etwas größer und das sieht wirklich wunderschön auch von innen aus, ne? Also wirklich schön festlich. Oh, hier haben wir, glaube ich, ein Glas oder so drin. Ein Weinglas, oder? Pop. Fizz Klink. Okay, ein Dishwasher-Safe-Glas. Advent Pop Fizz Klink Weinglas. Ja, das ist cool. Hoffentlich haben wir da noch ein zweites von, weil man möchte ja auch wirklich anstoßen, dass es Klink macht. Finde ich sehr, sehr nice. Dass das diesen Fußballtransport hier überlebt hat, wundert mich sehr. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Da habe ich jetzt aber einfach das Produkt rausgenommen. Und hier haben wir drin Coasters, 4 Stück. Also das sind dann wahrscheinlich einfach so, ja, übersetze Coasters, solche Platzdeckchen quasi, oder? Ist mit verschiedenen Motiven. Nee, das ist tatsächlich ein Untersetzer. Aha, in 10x10 cm, ne? Das Ding ist, bei diesen Teilen hatten wir auch öfter schon mal da, wenn du die in eine Waschmaschine packst, dann sind die nicht mehr wie vorher. Keine Ahnung, was man damit machen muss. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, damit die wieder in Form kommen. Have yourself a cup of Cheers. Süß. Dann Holiday Drinks. Lol. Und dann nochmal Sternchen. Hier haben wir die Nummer 4. Ich glaube, hier haben wir eine Weihnachtskugel drin. Eine Christbaumkugel, die ist jedes Jahr, glaube ich, auch mit dabei. Ne? So eine limitierte. It's the most magical time. Nein, Timf. Doch, eigentlich Time, ne? Of the Year. Also dafür, dass die wahrscheinlich relativ hochpreisig sein soll, ist der Aufkleber jetzt nicht ganz so hochwertig gemacht. Ja, das ist halt mit Sternchen da drin, mit so Streudeko. Das finde ich eigentlich süß. Dia 8. Da, was ist wahrscheinlich Durchmesser 8, ne? Genau, also süß. Auf jeden Fall. Einen Tag vor Nikolaus habe ich hier den 5. Dezember und da steht Have a Delicious Christmas. Ich glaube, das soll ein Holzbrettchen sein. Chopping Board. Ja, ne? Also ist in Tannenbäumchen für Form, finde ich sehr, sehr hübsch. Oder ist es ein Servier-Tablettchen? Weil du hast hier hinten halt auch noch diese Schaumstoffdinger drauf. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt als Schneidebrett. Nein, das wäre schade. Aber vielleicht um so Trauben und Käse zu präsentieren oder so. Und hier haben wir ihn, den Nikolaus. Der darf gerne was Besonderes sein. Ja gut, das ist ein Star Votiv XS. Da kann man so ein Teelicht reinmachen. Ja, ist süß, ne? Ist definitiv eine schöne Weihnachtsdeko. Hätte mir jetzt aber für den 6. Dezember irgendwie was Krasseres gewünscht. Aber das ist, glaube ich, auch das, was wir letztes Jahr so erlebt haben. Im Prinzip hast du hier nicht jeden Tag so ein mega Wow, sondern insgesamt, ne? Ist es dann quasi einfach ein schönes Weihnachtsset, was man so als Deko nehmen kann. Vor allem, weil ich glaube, dass wir am 7. Dezember das Ding nochmal zweimal drin haben. Nee, das sind so kleine Schälchen, wo du was reinmachen kannst. Ho, 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 Star Bowls. 2 Stück. Schoko, ho, ho, ho und Merry, ho, ho, ho. Passt auf jeden Fall zu mir. Ich finde die toll. Da kann man so kleine M&Ms oder so reinmachen, ne? Ich glaube, im letzten Jahr, ja, da hatten wir nämlich auch genau aus diesem Set, und das finde ich cool, das kann ich nämlich jetzt erweitern, diese Eierbecher quasi, die finde ich auch super, in Tannenbaumform. Die Nummer 8 darf machen, das ist Kraft. Ich vermute hier eine zweite Kerze. Stimmt, Adventssonntage, ne? Der 1. Dezember ist der 1. Advent, der 8. Dezember der 2. Und so können wir uns unseren eigenen kleinen, aber feinen Adventskranz bauen. Das finde ich schön. Hatte ich schon wieder vergessen. Nö, das finde ich wirklich toll, ne? Muss
ich wirklich sagen. Whisper White. Ich weiß nicht, welche Größe das sein soll. Das steht jetzt hier nicht so mit dabei. Übrigens kommt Riviera Maison wohl aus Holland, aus den Niederlanden. Ich glaube, in der Nummer 9 dürfen wir uns über unser zweites Weinglas freuen. Und auch das ist Heile angekommen. Das ist auch wieder ein Pop fürs Klingglas. Und somit hätten wir dann quasi ein Set, sodass Schatzi und ich dann anstoßen können. Worauf auch immer. Mal sehen, womit es in der Nummer 10 weitergehen wird. Saukitschig, aber irgendwie geil. Das ist so ein Weinverschluss mit einer riesigen goldenen Schneeflocke. Das finde ich super. Das finde ich wirklich super. Der 11. Dezember ist die erste Schnapszahl und irgendwie kommt meine Kamera nicht damit klar, dass ich sowas Helles im Hintergrund stehen habe. Hier haben wir, glaube ich, wieder Christbaumschmuck drin. Was eine abgefahrene Kugel. Die ist echt süß, ne? Auch Dia 8, also wieder auch der 8 cm Durchmesser. Und da sind kleine Tannenbäume drauf. Also die ist fast schon, also für Riviera Maison Adventskalender-Verhältnisse ist die fast schon schlicht. Ich weiß nicht, ist das jetzt super hochwertig, wie das jetzt hier oben auch da verarbeitet ist, ne? Dass man da dieses Dunkle sieht, weiß ich nicht. Ich finde es süß. Das finde ich cool. Am 12. Dezember zur Halbzeit bekommen wir nämlich einen Serviettenständer mit Sternchenoptik und dazu Servietten. Also das wurde jetzt mal nicht in separate Kläppchen gepackt, sondern halt wirklich in einem Kläppchen. Das finde ich super. Diese Sternchen, also das kann man meistens auch so nachkaufen oder so ähnlich halt, ne? Ja, Napkin Holder, ja, Advent Star. Herzlichen Glückwunsch. Fühlt sich gut an. Riviera Maison steht drauf, sofern man damit angeben möchte, dass man den Adventskalender vielleicht hatte oder so. Merry Berry Christmas steht hier auch drauf. Warum Berry? Aber cool. Am 13. Dezember haben wir hier auch ein ominöses Geschenk. Forest Tree. Das ist ein Baum. Ich glaube, das soll einfach Deko sein, oder? Weiß ich nicht. Ich würde sagen, ja. Auch wenn man quasi den Tannenbaum hier lösen könnte. Warum? Für eine Kerze ja wohl nicht. Weiß ich nicht. Habt ihr eine Idee? Also der 14. Dezember sieht jetzt schon wild aus. Da haben wir zum einen eine Vase drin. Das ist eine Mini-Vase. Alles aus dieser Advent Holiday Collection. Ach, guck mal, die hat hier oben auch so einen Goldrand mit dabei. Und schaut so aus. Die finde ich schön. Die kann ich mir auch, ist auch aus Glas, schön vorstellen. Wirklich für, dass ich Blumen reinmache oder so. Hier haben die jetzt halt nochmal was mitgeliefert. Die können ja keine echten Blumen reinpacken. Advent Pearls and Pine Cones Branch. Keine Ahnung. Das wird wohl irgendwie die Bezeichnung sein. Und da muss man das wahrscheinlich lang machen, dass man hier so eine kleine Blume sich reinstellen kann. Also das würde ich dann wahrscheinlich aufkürzen oder so, ne? Aber ich finde auch diesen, ja, Unechtschmuck, sage ich jetzt mal, gar nicht so krass unecht. Wisst ihr, wie ich das meine? Da habe ich schon andere gehabt, wo du echt krass gesehen hast, dass es nicht echt ist. Ich meine, klar, du hast ja keine echten Perlen in einem Mistelzweig drin, aber süß. Der 15. Dezember ist ganz offensichtlich der 3. Advent. Deine Form hat dich verraten, mein Freund. Hier haben wir auch wieder einen von den cremeweißen Tannenbäumchen als Kerze drin. Irgendwie ist es süß gemacht, oder? Ich meine, ich finde das beim Rituals Adventskalender auch immer mal wieder niedlich, wenn man das so mit drin hat, dass dann so kleine Kerzen halt für die Adventssonntage mit dabei sind. Eigentlich ist es knuffig. Etwas riesiges Tannenbaumförmiges haben wir am 16. Dezember in dem Adventskalender. Und es ist nicht nur tannenbaumförmig, sondern es ist ein Tannenbaum. Und zwar ein Christmas oder Xmas Tree Plate, also eine, ja, Servierplatte auch wieder. Das finde ich so hübsch. Meine Güte, ich muss dieses Jahr echt mal überlegen, ne, wie wir das auch dieses Jahr Weihnachten machen. Das ist bei uns immer total abgefahren, weil sowohl Schatzis als auch meine Eltern sind getrennt. Hat Vorteile, hat Nachteile und dann muss man das irgendwie unter einen Hut bekommen. Aber ich hätte echt Bock, wirklich die Familie so da zu haben, aber das ist halt mit einem kleinen Kind echt schwierig. Dann fährt man manchmal lieber wohin. Da ist was ganz fest drin. Eine Woche vor Heiligabend am 17. Dezember. Quadratisch praktisch gut. Und nochmal eingepackt. Hatten wir letztes Jahr, glaube ich, auch drin. Ne? Oh, das finde ich aber süß. Merry and Bright Snow Mini Globe. Also das ist eine kleine Schneekugel. Und letztes Jahr hatten wir auch eine drin. Und ich mag Schneekugeln. Ich finde das einfach süß. Ich bin, seitdem ich Kind bin, einfach von sowas fasziniert. Auch wenn da einfach, glaube ich, das Gebäude von Riviera Maison verwendet wurde. Ist ganz knuffig. Habt ihr damals auch selber solche Schneekugeln gebaut? Haben nicht immer gehalten, die Dinger, ne? Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich den 18. Dezember. Ab und an ein kleines bisschen Kitsch ist hier schon am Start, ne? Es muss ja auch irgendwie jeder glücklich gemacht werden, aber eigentlich, es ist ja Christbaumschmuck, eigentlich finde ich das wunderschön, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, an einen goldenen Tannenbaum das dran zu hängen, ist, glaube ich, ein bisschen sehr krass, weil es auch sehr viel Kontrast gibt. Aber ansonsten, was haben wir denn hier eigentlich? Ein Shimmering Snowflake Ornament, genau. Und ja, es ist halt wirklich sehr blinky, blinky, blinky. Kannst du aber auch schön so ans Fenster hängen oder an eine Tür oder so, ne? Ey,
Ich glaube, am 19. Dezember habe ich noch ein Glas oder so. Oder so. Das ist auch wieder für Teelichter. Wir haben hier doch... Doch, nee, das ist erst das zweite für Teelichter. Nee, ich wollte gerade meckern. Nee, das passt. Und das ist eigentlich sogar richtig schön. Und das passt vom Design her auch zu dieser Tannenbaumkugel, weil man das ja quasi hier drin auch so ein bisschen sieht. Ich weiß nicht, seht ihr das auch so, wie ich das sehe? Ja, ne? Da sieht man hier die Tannenbäume und die Striche entsprechend. Und dann sieht man da auch Schneeflocken. Achso, ich sollte es vielleicht höher halten. Läuft. Genau. Nee, das finde ich eigentlich echt süß. Schön. Kann ich mir auch hier im Hintergrund echt gut vorstellen. Ne? Ich habe ja immer irgendwie auch eine Kerze an. Ne? Am 20. Dezember haben wir zwei Produkte drin. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Einmal erwachsen fühlen mit einer Käseglocke. Oh, hier ist was abgebrochen. Nein, meine Käseglocke ist kaputt. Oh nein, da muss ich aufpassen. Hier ist ein Hund, der läuft barfuß. Ach, schade. Ach, Menno, ich glaube, das kann ich reklamieren. Ne, dass ich da mal hinschreibe. Denn ich finde sowas eigentlich total toll. So sieht das aus. Das ist das Advent Mini Cloche, genau. Einfach so eine kleine Käseglocke und dann steht da Riviera Maison drauf. Finde ich eigentlich voll schön. Und dann kannst du da so entweder so kleine Pralinchen reinmachen oder halt Käse oder so. Ich finde das eigentlich toll. Aber schade, dass es kaputt gegangen ist. Fußball spielen, ich sag's euch. Der 21. Dezember. Hier hat man so kleine Tellerchen. Merry Christmas steht da drauf. Und auf dem anderen steht Holiday Celebrations, ne? Das sind halt so kleine, ja, kannst du wirklich auch als Tellerchen verwenden. Das, wenn man halt nur so kleine Häppchen isst oder so, da fühlt man sich richtig erwachsen, wenn man sowas verwendet, sag ich euch. Das ist aber nicht spülmaschinengeeignet. Wahrscheinlich wegen dem Goldrand, wobei das hier hat ja auch einen Goldrand. Komisch. Stimmt, die Gläser, die ich letztes Jahr auch mit drin hatte, die waren, glaube ich, auch Dishwasher geeignet, aber da ist alles mittlerweile von ab. Aber die Gläser sind noch vorhanden, die sind super. Man könnte vermuten, dass der 22. Dezember gegebenenfalls der 4. Advent ist. Und hier haben wir sogar eine grüne Kerze drin. Das finde ich wirklich hübsch gemacht. Also mag ich gerne leiden. Ist niedlich, ne? Schön so eine kleine Kerze mit dabei. Mag ich. Ich glaube, letztes Jahr hatte ich das nicht verstanden und dann hatte ich die Kerzen blöderweise halt echt gefrontet, ne? Naja, hier habe ich jetzt einen Tag vor Heiligabend, den 23. Dezember. Dass das überlebt, das ist ja Wahnsinn. Das ist auch ein Christbaumanhänger. Was ist das denn? Das ist wirklich super kitschig, aber richtig toll. Das ist ein Advent Christmas Cocktail Ornament. Ich muss meinen Freund mal fragen, ob wir dieses Jahr echt vielleicht Bock haben, uns so einen richtig kitschigen Tannenbaum aufzustellen. So richtig kitschig. Wir müssen nur aufpassen. Ich habe schon mich ich habe viele, viele Infos mir durchgelesen. Wie halte ich meinen Sohn am besten vom Tannenbaum fern? Das wird sehr, sehr spektakulär dieses Jahr. Jetzt gibt es Trommelwirbel für den 24. Dezember, Leute. Heiligabend. Vor allem gibt es auch Trommelwirbel, ist das heile geblieben. Tatsache. Und ey, die Keksdose vom letzten Mal, die ist auch in reger Anwendung gewesen. Und ich glaube, dass generell der Adventskalender von Riviera Maison der Deko-Adventskalender war, den ich am meisten behalten und verwendet habe. Naja, The Magic of Holiday Treats. Und da kann man natürlich Kekse reinmachen. Man kann aber auch da Süßigkeiten reinmachen. Hat da hier oben drauf diesen wunderschönen Stern. Das ist eine tolle 24. Und auch generell, wenn ich mich hier den Adventskalender angucke, bis auf das eine Fauxpas, wo halt diese kleine Käseglocke leider kaputt gegangen ist, finde ich, haben wir hier richtig, richtig Glück mit und richtig tolle Produkte drin, oder? Ja, 199 Euro, darfst du nicht vergessen. Das ist halt wirklich eine Stange Geld und so, ne? Aber im Großen und Ganzen, du hast hier kein Kille... Ja, doch, du hast Killefit drin. Du hast hier keine... Also, wie soll ich das sagen? Du hast hier wirklich nur und ausschließlich Dekoartikel und Geschirr drin. Und du hast hier nicht irgendwie noch Beauty-Sachen zwischendrin oder so. Also, wenn du halt einen reinen Deko-Adventskalender suchst, in dieser Preiskategorie halt auch, ne? Dann könnte das ein Adventskalender sein, der einen glücklich macht. Und was ich hier halt auch einfach für mich persönlich jetzt gerade entdecke, ist, dass ich mir den sehr wahrscheinlich auch jedes Jahr aufs Neue kaufen werde, weil das immer vom Design her so ähnlich ist und dementsprechend kann man sich dann so sein eigenes Geschirrset, wie auch immer, immer weiter erweitern. Und natürlich ist es immer alles sehr weihnachtsbasiert und so, aber das finde ich total toll. Ich finde den großartig. Ich habe keine Ahnung, wie das Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Und sicherlich könnte ich auch in Action gehen oder nach Dänekamp fahren, zu Osterik, so heißt ein Laden, der relativ bei uns in der Nähe ist, halt hinter der holländischen Grenze, und mir dort auch das ein oder andere davon kaufen und dann vielleicht das nicht kaufen, was ich nicht haben will, und würde dann wahrscheinlich ähnlich fahren. Aber ich glaube, die Qualität ist wirklich gar nicht so schlecht, ne? Und ich glaube, man hat hiermit auch einfach einen schönen Adventskalender, den man sich selber schenken kann, den man aber auch verschenken kann, sofern man bereit ist, für 200 Euro einen Adventskalender zu verschenken. Aber ich denke da zum Beispiel an Leute, die jetzt in der nächsten Zeit Geburtstag haben, dass man sich da mit mehreren zusammentun kann, um sowas halt zu schenken. Ich mag den und ich
feiert den, merkt man, ne? Ihr Lieben, wie seht ihr das? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare und ja, dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.